Es ist ein äußerst ungewöhnlicher Fall vor Gericht. Die 42-jährige Victoria hatte ihre Doppelgängerin besucht. Sie hatte einen mörderischen Plan. Sie wollte ihre Doppelgängerin umbringen und anschließend ihre Identität übernehmen. Was sich wie ein ausgeklügelter Plan anhört, ging am Ende glücklicherweise doch schief. Sie backte einen vergifteten Käsekuchen und übergab ihn mit netten Worten. Wenige Augenblicke später fiel das Opfer in Ohnmacht. Alle ihre Ausweisdokumente und auch ein goldener Ring waren verschwunden. Doch zum Glück konnte sie einen Tag später von der Polizei gefunden werden. Die Ermittler untersuchten den vermeintlich leckeren Käsekuchen und fanden in ihm tatsächlich Phentazepan, ein Betäubungsmittel. Die Frau überlebte und Victoria konnte festgenommen werden. Ein unglaublicher Fall, der skurriler nicht sein könnte.